Ich begrüße euch zu einer neuen Floppe. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zu der Hühner und da möchte ich ganz gerne die Dings draus machen. Die Baumstumpe, ne? Ihr wisst ja, da habe ich mal vor schon ein bisschen längerer Zeit, ich glaube auch schon fast ein Jahr her oder so, haben wir da ja Bäume umgemacht, die tote Bäume haben wir umgemacht, ja. Und daraufhin habe ich ja dann die Baumstumpe wollte ich ja noch ausmachen und ja, das muss schon fast ein Jahr her sein, weil ich habe letztes Jahr mit einer Baumstumpe habe ich Heu gemacht, bin nicht mehr drum rumgefahren, es war nämlich ein wenig nervig. Genau, und jetzt wollen wir die rausmachen. So, wie machen wir das? Naja, ich habe eine Kette dabei und ich habe einen Schlepper dabei und dann würde ich doch glatt sagen, probieren wir es damit einfach mal. So, da wäre der Erste und ich bin jetzt mal ganz schmerzfrei. Fahr einfach mal mit der Heckhydraulik. Einfach mal dagegen und gucken, ob man umgedrückt kriege. Okay. So. Nochmal rückwärts probieren. Dann müssen wir ziehen, die Kette. Nee. Gut. Da war dann wieder der größte Aufwand zum Raussuchen. Der größte Raussuch zum Auffangen. So rum. So. Ich bin mal kurz da und dann hole ich euch wieder zu. So Leute, ich bin erfolgreich, ja, aber ich habe es mal wieder geschafft. Das Alter, 24 wird Mayo, oh, leco mio, ey. Also, wir gucken uns mal kurz den großen Stumpe an, ja. Den hier. Hause ist ja. Ihr seht, da ist das Wurzelwerk schon extrem morsch, da müssen wir wahrscheinlich noch mal nach hier den Stumpen hier noch mal rausziehen. Aber wisst ihr, was ich bei dem scheiß Karre geschafft habe? Übrigens, braucht mir keiner sagen, dass mir so ein abgefaulter Baum noch mal gerichtet kriege, ja, das könnt ihr vergessen. So, ich weiß echt nicht, wie es noch, also ich weiß schon, wie es noch gebraucht, aber ist mir noch nie passiert. Und zwar, ich hänge mal geschwind hier ab und dann zeige ich es euch.
Leute, ich habe es irgendwie noch gebracht, ja. Also, ich mache das ja schon ein bisschen länger so mit der Baumstumpe und so, ja. Und bisher immer erfolgreich, ja. Und zwar, alter Verwalter, ja. Ackerschiene, so wie sie jetzt ist, dann einmal dagegen drücken und dann kommt da relativ gut, dass ich nach vorne wegziehen kann, ja. So, die hat sich jetzt aber gedreht um 90 Grad, dann ist das Ergebnis. Fabi braucht wohl eine neue Ackerschiene. Aber für den Hängerbetrieb sieht die gar nicht schlecht aus, weil die ist jetzt quasi verdrehsicher. Aber ich schätze mal fast, aufgrund dessen, dass sie so stark verformt ist, das heißt, ich schätze, ich weiß es, aufgrund von der plastischen Verformung, so merken wir das jetzt mal, weil es ist eigentlich auch so, darf ich die nicht mehr benutzen im Straßenverkehr, ne? Aber Ackerschienenhänger, Anhänger ist eh so ein Thema im Straßenverkehr. Da schauen wir mal, dass wir noch die offizielle Lösung dafür kriegen, ne? So. Aber das war dann mega stumm dahin. Ja. Aber ich behaupte mal, zum Hühnerstall umstellen tut es noch. Zum Pressenanhänger geht nicht mehr, weil sie ist schepp, kriege ich Pressen nicht mehr rein. Ich wollte mir aber eh eine kleine eigentlich für die Welga zulegen und dann können wir die nämlich an der Welga drauf lassen, können nämlich Presse immer schön mit der komplette Unterlänge, mit der Ackerschiene hängen. Ne? Ich würde sagen, ich stelle euch mal schon der Hüppe nach. Dann sehen wir vielleicht mal noch einen Stamm, wie ich das eigentlich mache. Ne? Wobei wir da auch eigentlich fast ziehen können. Ne? Ich stelle euch, glaube ich, besser auf die Seite. So. So.
Leute, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein und nehmen Seilwinde dafür, ey. Weil sonst ist die Aggerschiene voll da ganz am Arsch, ey. Oh Mann, ey. Ich weiß auch nicht. Ich dachte so, hey, jetzt ist es weich, jetzt geht es gut, ne? Hat eigentlich früher auch immer so funktioniert, aber irgendwas ist ja komisch, ey. Ach, ich weiß auch nicht. Das wird einfach nicht mein Jahr dieses Jahr, das habe ich schon gemerkt, ey. Ich glaube, dieses Jahr wird echt. Ich glaube, dieses Jahr wird ein Jahr wie die Jahre, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Ja, ich glaube es langsam echt, ey. Die Aggerschiene ist jetzt Schrott, jetzt können wir sie fortschmeißen. Mann, weil das nächste ist nämlich, dass die jetzt nämlich bricht, ne? So, naja, dann schauen wir mal noch geschwind nach der Hühner. Ja, die sind scheinbar rein. Aber eins möchte ich trotzdem mir noch anschauen, und zwar. Das war klar. Die Margarine ist leer. Schaut, Margarine leer. Ich hab der Hühner Margarine rein, und zwar, ich weiß gar nicht, irgendwo hat es mal erzählt. Und zwar, wenn die Hühner verkältet sind, Schnupfen haben, Margarine. Da brauchen wir zwar ein paar Becher, aber ich meine, wenn es damit funktioniert, warum nicht, ne? So, genau. Also. Becher habe ich nämlich beim letzten Besuch rein. Da waren sie sehr desinteressiert. Da haben sie sowas von gemietet, den Margarinebecher. Aber jetzt ist er ratzeputze leer, ne? Mal gucken, ob wir noch einer oder zwei herkriegen. Vielleicht heute noch einer und dann übermorgen wieder einer und dann. Ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt abschleppen, wenn wir die Bäume voll Schaus haben, aber. Ach, die müssen wir mit der Seilwinde schon rausziehen, ey. Das ist einfacher, ey. Einfacher und angenehmer, ey. Jo. So, und dann steht der Fender wieder unter Dach, ne? Genau, gerade eben noch geschwind die Demo-Zeit für beendet erklärt, ne? Und Umleuchte abgebaut, Halter umgeklappt, aber Leute, ganz ehrlich, ja, da ist gleich wieder umgebaut, ja. Muss nur noch hochklappen und Rundumleuchte draufstecken. Ich habe jetzt runtergeschraubt, einfach weil ich es wollte, ja, weil so, muss ich sagen, passt eigentlich ganz gut. Hinter, ja, sieht man das. Ich denke, das passt eigentlich, ja. Steht nicht weiter über wie der Arbeitsscheinwerfer und das ist ganz cool. Und ich finde nach hinten geklappt sinnvoller wie nach vorne. Manche Klappe sind nach vorne. Das finde ich nicht so cool, weil wenn ich nämlich nach hinten klappe und ich fahre am Baum entlang, fahre ich ja meistens vorwärts entlang und dann habe ich nicht dieses U hier zwischen Dach und Bügel, ne? Und das finde ich so echt ganz praktisch. Genau. Und dann würde ich sagen, achso, ich zeige euch mal noch das Endergebnis. Es hat sich noch ein bisschen verbogen an der Aggerschiene, ja. Ich denke, ihr habt es auf dem Thumbnail schon gesehen. Jetzt sieht es so aus. Ah, Leute, ey. Ich hebe mal geschwind den Meterstab, dass wir mal geschwind so grobe Verbiegung messen können, ja. Mit der Schiene 10 cm. 10 hat es auf jeden Fall verbogen. Jetzt können wir noch aus die Kraft ausrechnen, aber wir lassen es bleiben, ja. Ich würde eher sagen, wir kommen zum Ende von dem Video. Genug kaputt gegangen, hör auf, bevor noch mehr kaputt geht in dem Video. Ich bedanke mich bei euch allen natürlich fürs Zusehen. Bevor ihr jetzt aber gleich wegklickt, ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich Amazon Wunschliste verlinkt, da habe ich Facebook, Instagram verlinkt. Wo ich euch ganz viel verlinkt, ja. Da habe ich euch auch einen WhatsApp-Kanal verlinkt, nämlich mein WhatsApp-Kanal, Fabis Landlust, ne? Dürft ihr auch gerne vorbeischauen. Da gibt es dann immer noch mal so die Updates, dass neue Videos online sind und auch andere Thematiken, ne? Schubing, Butze. Genau. So Sachen machen wir auf WhatsApp und so, ja. Da poste ich also mal ein Bildle. Wenn dann auch was kaputt gegangen ist oder so, ja. Also da ist man immer ganz gut informiert.
Für den, den es interessiert, der darf da gerne vorbeischauen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende vom Video. Ich bedanke mich allen fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.